Das Skalarprodukt von dreidimensionalen Vektoren ist eigentlich gleich definiert wie das Skalarprodukt von zweidimensionalen Vektoren. Dazu haben wir ein einführendes Beispiel eben in der Playlist. Und zwar ist ja der Vektor A eben multipliziert mit dem Vektor B dasselbe wie eben der Betrag von A mal den Betrag von B mal den Cosinus des eingeschlossenen Winkels Phi. Und von eben zweidimensionalen Vektoren her wissen wir ja, dass A mal den Vektor B eben die einzelnen Komponenten jeweils eben AX und AY miteinander multipliziert werden mit BX zum Beispiel und mit BY und dann eben dieses Produkt quasi addiert wird zu diesem Produkt und beim dreidimensionalen Vektor kommt dann eben noch die dritte Komponente, die AZ und die BZ hinzu. Also kann ich das dann eben vereinfachen. Ich sage, die Komponenten werden miteinander multipliziert. Das Ergebnis quasi jeder einzelnen Komponente, also das Produkt, wird dann eben zum anderen Produkt der nächsten Komponente einfach dazu addiert. Also AY mal BY und plus AZ mal BZ ergibt dann quasi mein Skalarprodukt eines dreidimensionalen Vektors. Dazu ein kurzes Beispiel. Wir haben den Vektor A mit 2, 1, minus 1 und den Vektor B mit 3, 3 und 1 und sollen jetzt hieraus eben unser Skalarprodukt bilden. Und wie wir hier ja eben definiert haben, jede Komponente, also die Komponente mit der gleichen Komponente eines jeden Vektors multiplizieren, das heißt 2 mal 3, das sind jetzt eben die x-Komponenten der jeweiligen Vektoren, plus, jetzt kommen die y-Vektoren miteinander multipliziert, 1 mal 3, plus und jetzt die z-Komponenten, minus 1 mal 1. Und das ergibt mein Skalarprodukt, 2 mal 3 ist eben 6, plus 1 mal 3 ist 3, plus die 6 ist 9, und plus minus 1 mal 1 ist eben minus 1, also kommt hier eben als Skalarprodukt von A mal B 8 heraus. Auch wie bei den zweidimensionalen Vektoren gibt es eben so spezielle Vektoren, funktionieren im Prinzip gleich bei den dreidimensionalen wie bei den zweidimensionalen Vektoren. Hier haben wir auch eben orthogonale Vektoren. Orthogonal haben wir auch ein Video drin in der Playlist, bedeutet ja nichts anderes, dass sie senkrecht aufeinander stehen. Und eben, dass das Skalarprodukt von A mal B eben 0 ergeben muss. Auch hierzu ein Beispiel mit Vektoren, jetzt können wir nicht die nehmen, weil hier ist, kommt ja sicherlich nicht nur 0 raus. 2, Hausnummer 1, 5 als Vektor A. Und Vektor B 3, 4 und ja, minus 2. Jetzt bilden wir wieder unser Produkt dieser zwei Vektoren, also unser Skalarprodukt. Bedeutet ja nichts anderes wieder wie 2 mal 3 plus 1 mal 4 plus 5 mal minus 2. Auch hier wieder einfach zusammenfassen, 2 mal 3 ist 6, plus 1 mal 4 ist eben 4, ist 10. Und 10 plus 5 mal minus 2 ist eben minus 10, somit kommt hier 0 heraus. Das heißt, hierbei handelt es sich um orthogonale Vektoren, die eben, wenn du so willst, senkrecht, sprich im Winkel von 90 Grad aufeinander stehen.